Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Parlamentariergruppe Östliches Afrika war in diesem Frühjahr in Burundi. Mit mir sind drei Mitglieder dieser Gruppe heute Abend hier. Und wir haben damals Bob Rugurika im Gefängnis besucht. Bob ist ein Journalist, der damals im Gefängnis war und uns in dieser Situation über die schwierige politische Lage seines Landes informiert hat. Schon damals war zu erkennen, dass weder Rechtsstaatlichkeit noch Demokratie in diesem Land funktionieren. Und dennoch, kurz nach dem Gespräch erfuhren wir, dass Bob freigelassen wurde. Er ist in Sicherheit, er ist in Brüssel und mittlerweile in Kigali. Aber dieses Ereignis zeigt, wie wichtig es ist, Menschen in ihrer Not anzunehmen und zu unterstützen. Eine wichtige Rolle, das muss man einfach auch anerkennen, hat in diesem Zusammenhang unser Botschafter in Burundi gespielt. Und er ist auch jemand, der an dieser Stelle der burundischen Regierung zusammen mit den EU-Botschaftern immer wieder Druck gemacht hat, auch im vergangenen Dreivierteljahr. Und ich denke, da kann man einen Dank auch mal nach Burundi schicken zu Herrn, unserem Botschafter. Wir sind uns einig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Situation in Burundi besorgniserregend ist. Es droht ein weiterer grausamer Bürgerkrieg und verbale Hetze fördert in der angespannten Lage des diese verbale Hetze führt einfach dazu, dass verbal und mental nicht abgerüstet wird, sondern dass man sich im Recht glaubt, wirklich auch mit Gewalt auf die anderen zuzugehen bzw. einzuschlagen. Wir können nicht zulassen, dass Oppositionelle und Vertreter der Zivilgesellschaft verschleppt, misshandelt und schließlich getötet werden. Über die Situation der Flüchtlinge haben einige Kollegen hier schon einiges dazu gesagt. Das will ich nicht weiter vertiefen. Jedenfalls, wenn es zu einem Bürgerkrieg in Burundi käme, hätten wir allerdings die Situation, dass es nicht auf Burundi beschränkt ist, sondern wir hätten einen Flächenbrand in Ostafrika. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Deshalb ist es wichtig, dass die alten Wunden der Kriegstraumata geheilt werden müssen und der Vertrag von Arusha umgesetzt werden muss und nicht noch mehr neue Konflikte durch Burundi heraufbeschworen werden. Wichtig ist mir auch noch mal festzustellen, es ist kein ethnischer Konflikt. Dieser Konflikt wird hervorgerufen durch das kompromisslose Festhalten der burundischen Regierung und ihres Präsidenten an der politischen Macht. Im Juli dieses Jahres hat er, obwohl er wusste, welche Diskussionen und welche Gewalt er damit heraufbeschwört, zum dritten Mal als Präsident kandidiert. Und seitdem kommt eben auch Burundi nicht mehr zur Ruhe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen aber verhindern, dass die Situation so bleibt oder noch schlimmere Ausmaße annimmt. Und deswegen müssen wir handeln und Druck ausüben. Ich komme noch mal auf die Parlamentariergruppe Östliches Afrika, die einen Brief, eine Note auch dem burundischen Botschafter hier übergeben hat. Und da zitiere ich einfach noch mal draus. Wir haben ihn aufgefordert, sich bei der Regierung ihres Landes für eine sofortige friedliche Lösung einzusetzen, um eine weitere Eskalation der Situation zu verhindern. Das heißt, die Resolution des Peace and Security Committees der Afrikanischen Union und die Mediationsbemühungen der East African Community zu akzeptieren und sich zusammen mit Vertretern der Vereinten Nationen sofort für die Rückkehr aller burundischen Akteure an den Verhandlungstisch und eine dauerhafte friedliche Lösung einzusetzen. Das war das, was wir dem burundischen Botschafter sozusagen mit auf den Weg gegeben haben. Und er war nicht amüsiert an dieser Stelle. Er wollte diese Botschaft, die ihm in Deutsch übergeben wurde, unbedingt noch mal an Französisch haben, damit er auch wirklich alles versteht. Hoffentlich hat es geklappt. Und unsere Parlamentariergruppe wird sich auch weiterhin für den Friedensprozess einsetzen. Mittlerweile wurden seitens internationaler Organisationen einige Schritte unternommen, um das Nkurunziza-Regime zum Dialog zu bewegen. Eines wurde genannt, die UN-Resolution 2248, die verabschiedet wurde. Und das ist spannend, weil sie eben mit Russland und China verabschiedet wurde, die an dieser Stelle sonst ewig zu Blockaden neigen. Aber hier haben sie mitgemacht. Und nach 15 Tagen hat dann die UNO auch gesagt, okay, wir nehmen jetzt stärkere Schritte ins Auge. Und die sind im Antrag der Grünen ja auch mit aufgeführt.
EZ-Mittel wurden gesperrt, sofern sie regierungsnah eingesetzt werden und nicht die EZ-Mittel, die die Bevölkerung unterstützen können. Ein wichtiger Punkt ist, der auch zur Entspannung mit beigetragen hat, dass die Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof angekündigt hat, gegen burundische Akteure ermitteln zu wollen. Die Bestrafung der Verantwortlichen wäre ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und nach Berichten aus Burundi, ich habe gestern noch mal mit Leuten telefoniert, zeigen diese Schritte auch Wirkung. Die sind winzig. Sie sind absolut winzig. Und trotzdem, wenn uns Menschen aus Burundi heute sagen, dass die Sicherheitskräfte zurückhaltender sind, was Razzien angeht, weil diese Razzien nicht mehr nachts stattfinden, sondern sie kommen jetzt am Tage, dann ist das ein winziger Schritt. Aber die Menschen dort sagen, das lässt uns ein bisschen aufatmen, weil wir nicht ständig in Angst leben müssen. Aber wichtiger an dieser Stelle ist, dass die befürchtete Eskalation von vor 14 Tagen, drei Wochen nicht eingetreten ist. Was wir aber machen müssen, wir müssen noch mehr tun, um eine politische Lösung zu finden. Dazu müssen die Afrikanische Union, die Vereinten Nationen und wir mit eingebunden sein. Was wir brauchen, sind gezielte Sanktionen, die die Regierung treffen. Und in diese Maßnahmen sollten auch China und Russland eingebunden sein. Ein spannender kleiner Aspekt an diesem Rande ist, Burundi finanziert sich zurzeit zum Teil durch Kredite der OPEC und der Organisation Islamischer Staaten. Das sollte uns ganz, ganz hellhörig machen. Ausländische Konten von burundischen Regierungsvertretern sollten blockiert und Reiseverbote erteilt werden. Dann sollte aber auch überprüft werden, ob die Vergütung für die 1.256 burundischen VN-Polizisten, Militärexperten und Missionssoldaten dem Regime entzogen werden. Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, sie empfindlich zu treffen. Ziviler Friedensdienst muss weiter unterstützt werden. Und ein besonderes Anliegen ist mir, die Frauen in diesem Konflikt auch als Schlüssel für die Lösung zu betrachten. Burundische Frauen haben während der Zeit im Mai mehrere Demonstrationen veranstaltet und haben damit klargemacht, dass sie mitgedacht werden wollen und vor allen Dingen mithandeln wollen. In diesem Sinne erinnere ich auch an die Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates. Frauen sollten hier eine große Rolle spielen und auch das wünsche ich mir in den Lösungen für Burundi. Vielen Dank. Vielen Dank.